Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von World of Warcraft. Noch in Ferralas unterwegs, allerdings ist das nur noch eine Frage der Zeit, weil wir haben ja jetzt doch derbe viele Quests anscheinend, die wir abgeben können und annehmen können. Und da sollten die 40 Quests eigentlich relativ schnell fertig sein. So, wir sind fertig mit den Hasscam. Mir wurde von euren Heldentaten in den... mir wurde von euren Heldentaten in den mir zugetragenen Berichten erzählt, Crazy Man. Ihr habt mein Lob. Ist der General gefallen? Jawohl. Gut gemacht. Diese garstigen Kreaturen verdienen es nicht anders. Mögen die Nager ins Meer zurückglitschen und diesen Ort nie wieder aufsuchen. Ihr habt euch auf dem Schlachtfeld bewiesen. Ich werde bei der Verteidigung dieser Länder eure Hilfe noch öfter in Anspruch nehmen. Ja, dann nimmst du wahrscheinlich jetzt die nächste Quest, die du uns gibst. Ein hochgeborener Magus namens Estulan hat östlich von hier einen Turm gebaut, nachdem er sich von seinen überlebenden Brüdern entfremdet hat und unterrichtet dort nun junge Nachtelfen in arkaner Magie. Wenn Hohepriesterin Tyrandre nicht von vor kurzem Gnade über die Seinen hätte walten lassen, so wäre es nun laut unserer Gesetze meine Aufgabe, ihn hinzurichten. Er wird streng bewacht, doch nur aus Stolz kann ich den Schildwachen Hilfe nicht abschlagen. Ich habe Silvia vorgeschickt, Ich habe Silvia vorgeschickt, um beim Turm von Estrulan die Offensive gegen die Oger in der Nähe einzuleiten, die Wälder in der Nähe heimsuchen. Meldet euch bei ihr, um weitere Anweisungen zu erhalten. Die Göttin schütze euch. Gut, das machen wir doch auch glatt. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo schickt uns das jetzt hin? Au, wir müssen anscheinend doch nicht mehr auf die Insel zurück. Aber da zu den Yetis können wir noch. Nur wie kommen wir zu den Yetis? Geht das von der Seite, wo wir vorhin runtergeritten sind oder was? Gucken wir da gleich erstmal, wo wir da hinkommen. Aber jetzt geht's erstmal zum Goblin. Gucken, ob wir bei dem jetzt auch schon fertig sind. Oh, wir können sogar schon aufsatteln, das ist gut. Dann brauchen wir nicht überall lang watzen. So, Herr Goblin. Wir sind fertig mit den Riesen und mit den Elementaren. Dann bin ich mal gespannt. Ja, was wollt ihr? Ich will dir die Quest geben, du Hammel. So, was haben wir denn da? Ich musste den Schrumpfer überarbeiten, damit er nicht mehr bei Bergriesen funktioniert. Ich bin zwar nicht rumgerannt und habe wie wild alles geschrumpft, aber die Nachtelfen haben mir ganz schön einen übergehauen, als sie gesehen haben, dass die Bergriesen geschrumpft waren. Großartig. Wie ich sehe, habt ihr nicht nur die Überreste mitgebracht, sondern seid sogar noch in einem Stück. Gab es nie irgendwelche Gefahren bei der Verwendung des Ultraschrumpfers. Ich muss mich bei euch für eure Bemühungen bedanken. Ihr seid ein wichtiger Freund der Goblins. Akzeptiert dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Kommt bald wieder. Ich hoffe, dass ich nicht wiederkommen muss, weil ich hasse eigentlich diese Goblin-Quests. Die habe ich schon immer gehasst, weil das sind, diese Technik-Quests, die sind furchtbar. Ich könnte euch natürlich auch mit den technischen Einzelheiten langweilen, die sich hinter den Elementarkernen verstecken. Aber stattdessen werde ich euch dazu bringen, diese Aufgabe abzuschließen, indem ich euch wertvolle Münzen und Belohnungen dafür anbiete. Seid ihr schon fertig? Aber klar. Hervorragend. Diese Kerne werden mich einige Zeit beschäftigen. Nicht zu vergessen, dass es entlang der Küste nun weniger Elementare gibt, die uns Sorgen bereiten werden. Möglicherweise muss ich mich jetzt nicht mehr in den Schlaf weinen, wenn ich daran denke, dass ich mein Lager ausgerechnet am schlimmsten Ort der Welt aufgeschlagen habe.
Vielen Dank, Crazy Bane, für eure Hilfe in dieser Angelegenheit. Es mag vielleicht meine Finanzen ein wenig überstrapazieren, aber ich denke, ich möchte mein Wohlwollen euch gegenüber in einer Weise ausdrücken, die ihr versteht. Ich hätte da etwas Ausrüstung für euch. Was haben wir da? Achso, der schenkt uns jetzt seinen Hut. Na, das ist ja interessant. Der hat uns seinen Hut geschenkt. So, jetzt die Frage, wie zur Hölle soll ich jetzt weiter verfahren? Soll ich nochmal zurückreiten und hoffen, dass wir von der Seite zu den Yetis kommen? Ach komm, machen wir einfach mal. Von hier aus irgendwie zu den Yetis kommen? Oder müssen wir da vielleicht von der anderen Seite zu den Yetis? Das ist eine interessante Frage. Aber ich befürchte bald. Oder? Gibt es da einen Aufgang? Scheint doch, das könnte richtig sein, wo wir hier sind. Das ist sogar richtig. Hier finden wir die Yetis, die wir töten müssen, um an das Yeti, an die Yeti-Belga zu kommen. Ich würde aber sagen, wir machen nochmal ein Eichhörnchen. Komm mal her. Hauen wir auch nochmal aufs Eichhörnchen drauf. Zack, einmal mit dem Element. Na, bravo. 100 Schaden. Also der Angriff, der ist schon stark. Muss man ganz ehrlich muss man dem Elementar schon lassen. Aber es ärgert mich trotzdem noch immer ein bisschen, dass das Elementar nur grau ist, also ein schwaches Elementar. Dabei hätten wir doch so gut ein blaues gebrauchen können. Da es ja lilane Viecher anscheinend nicht zu geben scheint. Verfehlt. Jetzt verfehlt der alte Lumpen da auch noch. Wieso hat unser Kernhund eigentlich schon so viel Schaden eingesteckt? Habe ich irgendeinen Angriff gerade verpasst? Vor lauter Gequatsche? Wo hat der Kernhund so viel Schaden her? Ich verstehe es nicht. Das sind doch nur 12 und ein bisschen, was der uns da reinhaut. Oder heilt die Fähigkeit von... Oder habe ich die Fähigkeit gar nicht benutzt? Das kann natürlich auch sein. Aber jetzt lebt er wieder komplett. Das ist ganz gut. Der Kernhund hat Stufe 11 erreicht. Sehr schön. Da haben wir das soweit schon mal hinter uns. Jetzt gucken wir nochmal eben kurz im Filter nach Seltenheit. Nach Stufe. Lieber nach Seltenheit. 11, 11, 11. Okay. Ah, das ist okay. Kann ich mit leben. Das Element ist auch noch ganz okay. Ja. Ist alles schön. Ach, guck mal, hier liegen ja schon tote Yetis rum. Das ist aber nicht nett. Dann ist hier schon irgendein anderer Spieler unterwegs, der die ganzen Yetis schlachtet. Das war bestimmt die Spielerin, die wir vorhin im letzten Part gesehen haben, als wir uns nicht ausgelockt haben, als wir den Part beendet haben. Ach, und ich sehe gerade, unser Lehrwand ist ja auch schon wieder weg. Stimmt ja, wir sind ja... Sag mal, stirbst du jetzt endlich mal? Ich sehe gerade, wir sind ja mit dem Greifen geflogen, deswegen war der Lehrwand da weg. Ganz schön lästig. So, bisher noch 100% Drop-Chance. Ich glaube aber nicht, dass das so bleiben wird. Ich sage mal besser nichts davon, sondern haben wir hinterher wieder, wenn wir 9 Stück bekommen haben, hintereinander weg. Und das dann aussprechen, dann kriegen wir eine 10. Natürlich wieder nicht, dann müssen wir noch eine 11. töten. Seht ihr? Ich habe es gerade angesprochen und schon gibt es nichts mehr. Das ist immer dasselbe. Immer dasselbe mit den Yetis und mit den Mobs hier. Ach, guck mal. Ach, das ist hier... Nee, das ist nicht derselbe Charakter, wie wir gerade schon hatten. Das ist ein anderer. Ach, da oben geht es auch noch lang. Gucken wir uns da oben einfach mal um, ob wir da noch irgendwie was finden. Die Wutschrammfeste. Mhm. Ja, guck mal, da ist auch noch einer. Kommen wir da schon dran? Jetzt kommen wir dran. Da müsste es hier doch irgendwie auch eine Höhle geben, wo wir dann ordentlich Yetis killen können, wa? Das wäre jetzt so ein Wunsch von mir. Sehr schön.
Das ist aber auch keine Höhle. Aber hier muss doch eine Höhle sein, wenn das schon Wutschrammfeste heißt. So, der ist weg. Hat aber auch wieder nichts fallen lassen. Na, das kann ja noch was werden. Hier muss es irgendwo noch einen Aufgang geben, laut... Oder? Scheiße. Scheiße. Wir gehen nochmal runter. Das ist bestimmt auf der anderen Seite, wa? Weil hier ist nichts. Ah, das ist ja ätzend. Sollen wir das echt nochmal versuchen, ob wir von der anderen Seite da noch irgendwelche Yetis finden? Ich glaube, das ist sinnvoll, oder? Warte mal, wir gucken mal kurz auf die Karte. Wir können die, jetzt ist auch scheiße, wir können die Karte nicht mehr vergrößern. Aber auch so von der anderen Seite scheint es nichts zu geben. Ihhh, Fui Dive. Was eine hässliche Mistquest. Was eine hässliche Mistquest. Vor allen Dingen, weil hier noch ein zweiter Depp rumrennt. Was haben wir denn hier noch auf der Seite? Nichts. Oh Moment, da ist eine Höhle. Ah, da ist eine Höhle. Ja, cool. Dann gehen wir doch einfach mal hier in die Höhle rein, weil hier sollten wir ja noch einige finden. Die war aber jetzt auch recht gut versteckt da unter dem Baumstumpf. Habe ich das vorhin also doch ganz richtig gesehen. Ja dann, auf hier. Hier sollten wir genug haben. Es sei denn, der andere Spieler kommt jetzt hier gleich noch rein. So, friss den. Und verrecke. Und droppt bitte eure Belger ein bisschen öfters. Das kann ja nicht sein, für eine Quest eine ganze Folge zu verbraten. So, damit haben wir den auch platt. Oh, was hat denn der da gedroppt? Moment, da muss ich mal eben kurz nachgucken. Was ist das? Ach, Schultern? Na gut, aber die Schultern, ich glaube nicht, dass sie so gut sind wie die Schultern, die wir hier schon anhaben. Es wäre auch ein bisschen verwunderlich, wenn grüne Schultern hier in die, aus dem Gebiet hochwertiger sind wie Schultern. Ich weiß gar nicht, von... War das eine Quest aus Düsterbruch? Ich glaube ja, das war glaube ich irgendwie eine Quest von den... die wir im ersten Bereich von Düsterbruch, glaube ich, gemacht haben. Wenn ich mich da noch richtig dran erinnere. Und von daher behalte ich die erstmal. Ich bin ja mal auf Tanaris gespannt. Und Instanz Intanaris, Sulfarak. Weil da gab es damals, glaube ich, die allerersten accountgebundenen Schultern. Accountgebundene Schultern sind auch ganz geil. Die kann man sich unter den Charakteren gegenseitig hin und her tauschen. Und die waren halt nicht seelengebunden, die waren halt nur accountgebunden. Und die haben sich dann teilweise, also da gibt es ja mehrere Gegenstände von, die haben sind dann auch mit dem jeweiligen Charakterlevel mitgestiegen mit ihren Werten und allem. Von daher sind die eigentlich gar nicht mal schlecht für einen Zweitcharakter oder so. So für den ersten Charakter, so wie es jetzt halt unser Worgen hier im Let's Play ist, ist das halt nicht so sinnig, aber immerhin. Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal Schultern dabei, die uns ein bisschen verbessern würden. So, das sind Nummer 7. Dann geht es hier wieder hoch. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Höhle. Die, so eine Art Höhle habe ich bisher noch nicht kennengelernt. Also habe ich zumindest noch nie gesehen, so die Form von der Höhle. Obwohl, doch. Doch, haben wir schon mal gehabt. Das haben wir schon mal gehabt. Wie brauchen wir noch? Immer noch 7. Dann würde ich sagen, machen wir die 2 noch kaputt. Dann ist hier sowieso Ende. Weil hier ist Sackgasse. Hier gibt es auch so nichts mehr. Auch keine Kisten oder sowas. Ich muss sagen, es gibt sowieso relativ wenig Kisten mittlerweile noch. Ich meine, damals waren die Kisten etwas großzügiger verteilt. Dass man da irgendwo was drin gefunden hatte. Ja, das war's. Das heißt, wir können jetzt hier wieder raus. Finde ich auch ganz nett hier mit dem Nebel am Boden. Und dann haben wir die Yetis auch schon mal hinter uns. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass auch die
Ich wollte es gerade sagen, dass die Yetis wieder respawned sind. Das ist ganz gut. Ach ne, sie sind doch nicht respawned. Die haben wir gerade nur übersehen gehabt. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es dann nicht mehr. So, stirb. Ach, Menno. Doch, die haben wir übersehen. Und wo wir gerade von Kisten gesprochen haben, da haben wir eine. Nehmen wir die doch gleich auch mal eben mit. Aber den Rest kann der Leerwandler machen. Holen wir uns mal eben die Kiste. Das Design der Kisten sieht anscheinend auch... Oh, was haben wir da gefunden? Was Blaues. Eine blaue Armbrust. Okay, Beweglichkeit drauf ist für einen Jäger vielleicht gar nicht mal so übel. Aber für uns als Hexenmeister überhaupt nicht zu gebrauchen. Ach, guck mal, und da ist der Respawn schon wieder von dem... Von dem Yeti. So, damit haben wir die Quest fertig und wir können hier in Ruhe raus. Da hetzen wir einfach mal den Leerwandler drauf. Greif ihn an. Denn ich habe gerade keinen Bock gegen euch zu kämpfen. Ha, wenn das mal nicht stylisch drüber gesprungen war. Dann gehen wir jetzt die Quest ab. Ah, und ich sehe schon, unser Leerwander ist schon wieder verschwunden. Also das ist schon ein bisschen lästig, wenn man die Begleitviecher dann halt draufhetzt auf irgendwelche Mobs und dann zu weit weggeht, dass die Begleitviecher dann über den Jordan gehen. Finde ich nicht so schön, aber nun gut. Wir können sie uns jederzeit wieder beschwören, kostet ja auch im Grunde keinen Mana. Vor allen Dingen, weil die Mana-Regeneration und auch die Lebensregeneration außerhalb von Kämpfen so abartig hoch ist. Also das war damals ganz anders. Na schade, da kommen wir nicht hoch. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, im Moment nutze ich das richtig aus, dass wir... Oh, scheiße. Im Moment nutze ich das richtig aus, dass wir gerade wieder neue... eine neue Game-Time-Card uns besorgt haben. Denn sowas möchte ich nicht nochmal machen. Es sind fast 30 Euro, die so eine Game-Time-Card für 60 Tage kostet. Und das ist doch schon eine Menge Geld. Vor allen Dingen, wenn man dann nicht spielt mit der Zeit, die man da hat. Für 10 Yeti-Bälge könnt ihr euch ein beliebiges Stück meiner Lederwaren aussuchen. Qualität ist mir wichtig und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr etwas Hochwertiges erhalten werdet. Hattet ihr die Zeit, die Beschaffenheit dieser Bälge zu bewundern? Richtig verarbeitet können sie wieder widerstandsfähiger sein als Eisen. Nur wenige Leute sind mit diesen Bälgen vertraut und in Verbindung mit bestimmten Lösungen kann ich damit richtige Qualitätsware herstellen. Dank euch natürlich. Bitte sucht euch etwas aus meinem Sortiment aus, als Dank für meine Mühen. Also ich will ja jetzt nicht sagen, aber wenn zwei Sachen dein gesamtes Sortiment sind, dann Prost Mahlzeit. Ich nehme einfach mal die Schuhe mit. Oh, und der hat sogar noch mehr. Er hat sogar noch mehr Quests für uns. Es ist schon faszinierend, wie sich die Dinge ändern. Die Yetis aus dem Norden haben immer die besten Bälge gehabt. Aber diese hier, die Qualität ist wirklich nicht so gut, wie sie einst war. Vielleicht sind sie krank oder werden von etwas krank gemacht. Glücklicherweise sieht es bei den Wildschramm-Yetis viel besser aus als früher. Ich wette, dass diese Bälge jetzt weitaus besser als früher sind. Ich würde euch für 10 ihrer Bälge gebührend entlohnen. Bringt mir die Bälge und wir sind im Geschäft. Was? Welche Yetis? Welche Yetis sind das jetzt? Ach, da unten, wo wir sowieso... Ja gut, dann nehmen wir die auch alle mit. Weil wenn wir da sowieso hin müssen, ist das gar kein Problem für uns. Ich dachte schon, weil waren das jetzt nicht dieselben Yetis, wie wir gerade schon getötet haben, die er aufgezählt hatte? Aber anscheinend nicht, wenn die an einem anderen Ort zu finden sind. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich von diesem Part wieder von euch. Ich hoffe natürlich, ihr hattet Spaß und schaltet beim nächsten Mal in 2 Tagen wieder ein. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao!